in St. Stephan im Rosental hat eine beeindruckende Leistungsschau der heimischen Betriebe stattgefunden. Viele Unternehmen, Betriebe, Dienstleister und Kulinarikbetriebe präsentierten am Platz vor der Rosenhalle und im Innenbereich ihre wirtschaftliche und unternehmerische Palette. Obwohl es schon einmal so eine Veranstaltung gegeben hat, ist es trotzdem eigentlich eine Premiere. Es hat schon mal eine Leistungsschau gegeben in St. Stephan. Das war 1984. Dann habe ich ein bisschen zum Graben angefangen. Und dann war es tatsächlich so. Und dann habe ich gesagt, mit meinen Unternehmen macht man wieder mal was. 2019 wäre eine gute Geschichte, nach 35 Jahren. Und die Unternehmer waren alle dafür. Und da waren 70 Unternehmer, die gesagt haben, ja sicher, da tue ich mit. Die Wirtschaft in St. Stephan lebt und blüht auf. Wenn ich das anschaue, wir haben 4000 Einwohner und knapp 1500 Arbeitsplätze. Also da sieht man schon, wie die Wirtschaft in St. Stephan boomt und die Entwicklung zeigt nach oben. Und das ist natürlich sehr positiv für uns. Bei den einzelnen Betrieben und Unternehmen können sich die interessierten Besucher über die Produkte informieren. Fachkundige Beratung durch das geschulte Personal inklusive. Die Leistungsschau zeigt eindrucksvoll die Wirtschaftskraft der Region St. Stephan im Rosental mit allen Facetten. Ja, ich finde es einfach faszinierend, wie hier der Zusammenhalt in St. Stephan ist. Und es ist lebendes Beispiel dafür, wie sich die Wirtschaft der Region präsentieren muss. Dass wir die Leistungen, die wir bringen im Gewerbebereich, im Handelsbereich, im Dienstleistungsbereich, auch den Menschen zu präsentieren, damit sie diese Leistungen auch in Anspruch möglich nehmen können. Und das Zweite ist ja auch, dass wir hier präsentieren können, welche Chancen junge Menschen hier aus der Region haben, einen Beruf zu erlernen. Nach einer musikalischen Einbegleitung durch die Marktmusikkapelle St. Stephan im Rosental durchschneiden die Ehrengäste das Band am Eingang zur Rosenhalle. Somit ist der Zugang zur Leistungsschau freigegeben. Durch das Programm führte Franz Suppan. Ein Höhepunkt im Rahmenprogramm ist sicherlich auch die Modenschau. Die St. Stephaner Betriebe zeigen sich von ihrer schönsten Seite. Das macht ein bisschen transparent, was bei uns wirklich an Innovation, an Handwerk, Geschick und so weiter stattfindet. Und am meisten stolz bin ich einfach auf das Miteinander, also dieses Netzwerk der Unternehmen, die super toll zusammenarbeiten und sowas gemeinsam auf die Beine stellen. Eine tolle Geschichte und als Bürgermeister geht's herzüber. Diese Leistungsschau hat eindrucksvoll die gesamte Wirtschaftskraft der Region St. Stephan im Rosental gezeigt.